Vielen Dank für alle, die jetzt hier reingekommen sind in unser Webinar. Da geht es gleich ums Mikrobit, eine kleine Platine für Kinder, um Programmieren zu lernen. Ja, dann gleich springen wir auf die wichtigen Sachen. Ich werde jetzt hier mal meinen Bildschirm teilen. Also, ich habe ja eben schon erzählt, dass das Mikrobit so ein kleiner Mikrocomputer ist für Kinder. Das hat hier ein paar Leuchtdioden, das hat einige Sensoren und dann gibt es hier so Pinheader, wo man Sachen anschließen kann. Und jetzt, um das mal zu demonstrieren, kann man sehen hier, das ist relativ einfach aufgebaut. Es gibt hier so einen Block on start und dann gibt es hier einen anderen Block forever. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen was demonstrieren wollen, dann zeigen wir mal hier, so, dann drücke ich auf Download. Und wenn ich es jetzt richtig rum, falsch rum gehalten, wenn ich es jetzt richtig halte, dann kann man jetzt sehen, dass dieses Programm jetzt hier auf dieses kleine Board rüber geschickt wurde. Was man auch zeigen kann, ist zum Beispiel eine Zahl. Und dann gibt es hier Input-Bausteine. Wie gesagt, das Gerät hat unterschiedliche Sensorik. Nehmen wir uns hier mal die Temperatur. Ich werde es jetzt wieder download. So. Und jetzt hat er das programmiert. Und dann sehe ich hier die Temperatur 21 Grad. Die läuft dann darüber. Und es gibt hier Knöpfe, die man dann bedienen kann. Und meine Kinder zum Beispiel, das sind zwei Mädchen, sind 12 Jahre. Da habe ich das mit getestet. Die haben dann da Spiele gebaut, weil man das Gerät auch so, das kann messen, wie es jetzt gedreht ist. Und dann kann man die Knöpfe benutzen, um da unterschiedliche Spiele mit zu programmieren. Also dieses wie Scratch oder Blockit, dieses sehr einfache Programmierinterface ist die Basis. Was wir jetzt entwickelt haben, ist eine Extra-Platine. Das nennen wir Wabstobit. Und diese Platine, da kann man dann das Mikrobit hier einstecken. Es gibt die Option für Wi-Fi und es gibt eine Option für NB-IoT, das ist so eine neue Mobilfunktechnologie, und ein GPS. Also ich habe hier die Platine, wo alles montiert ist. Die Platine nur mit Wi-Fi ist wesentlich billiger. Dazu gibt es dann eine App, die nennen wir WebStore. Das gibt es für Android und für iOS. Und mit der App kann ich jetzt zum Beispiel ein Gerät registrieren. Das geht dann so. Da ist dann hier Scan QR Code und dann werde ich mal versuchen, ob ich das hier machen kann. Da muss ich jetzt die Kamera. So, jetzt hat er den QR Code gesehen und jetzt drücke ich hier auf Add und dann ist auf die Art und Weise ist jetzt mein Gerät in der Cloud registriert. Das heißt, die Daten, die ich ab jetzt schicken werde in die Cloud, die kommen jetzt in meinen Account und die kann ich dann auf meinem Mobiltelefon sehen oder aber in einem Dashboard. So, jetzt muss ich natürlich dem Gerät hier, dem Mikrobit, das steckt man hier so rein. Ich hoffe, das ist zu sehen. So reingesteckt. Und jetzt werde ich dem erzählen, dass ich die Temperatur nicht nur auf dem Display hier sehen will, sondern dass ich die Temperatur auch in WAPSTO oder auf meinem Mobiltelefon sehen will. Und das mache ich hier. Ich nehme hier einen Block, der heißt Send Number to WAPSTO. Und dann machen wir hier einen Copy. Und ein Paste. So, jetzt habe ich die gleiche Temperatur hier. Und diese Temperatur schicke ich jetzt einfach, immer wenn er die gelesen hat, werde ich die jetzt in die Cloud schicken. So, und was passiert jetzt? Oh. So,
Das ist natürlich der Demo-Effekt. Ah. Jetzt kann ich hier die Temperatur in meinem Telefon relativ zeitnah sehen. Der hat jetzt die Temperatur direkt in die Cloud geschickt. Und ich kann jetzt hier im Dashboard, da kann ich auch sehen, so, ich habe hier jetzt ein Wapstobit. Das Wapstobit hat einen Wert, das ist eine Zahl und die ist 23. Das sagt mir jetzt aber nicht viel, welcher Wert das jetzt war. Um jetzt vielleicht ein bisschen mehr Kontext für den Leser zu geben, kann ich jetzt hier sagen, ich will gerne meine Zahl ein bisschen mehr definieren. Das mache ich am Start. Und das ist dieser Wert 1. Und da werde ich sagen, das ist eine Temperatur. Und den Namen, da würde ich gern sagen, Daniels Temperatur. So, ich programmiere wieder mein Mikrobit. So, gut. Jetzt kommt hier wieder die Temperatur, die kommt immer noch im Display, wie ja vorher. Und wenn wir jetzt ins Dashboard hier gehen, dann muss ich leider momentan, ach, da war es schon. Da war ich zu ungeduldig. Jetzt ist die Daniels Temperatur ist jetzt hier im Dashboard und das Gleiche ist im Mobiltelefon, da ist jetzt Daniels Temperatur zu sehen. Wunderbar. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr vielleicht sehen will, jetzt fängt er an, die Daten hier reinzuschicken. Dann sagen wir mal hier ein Demo. Ich will jetzt gern meine Temperatur als einen Graph sehen. Und das sollte bitte hier meine Temperatur sein. Jetzt habe ich ein Dashboard konfiguriert und jetzt kann ich hier die Daten sehen. So ein bisschen größer, dass man das auch vielleicht im Sharing sieht. Jetzt sind die Daten hier nicht so interessant, von zwischen 22 und 23 Grad. Der skaliert immer automatisch. Diese Daten kann ich aber auch in Rohformat sehen, zum Beispiel hier. Da sehe ich, dass der sehr schnell hier momentan Daten reinschickt in unsere Cloud. Und ich kann diese Daten auch als kommasepariertes File exportieren, was man dann weiter verarbeiten kann, zum Beispiel in Excel oder in anderen Datenverarbeitungssystemen. Das Gerät hat ja auch ein GPS. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen das zeigen. Ich will gern hier zwei extra Werte haben. Das ist nämlich die Longitude und die Latitude. Dann sagen wir hier Wert Nummer 2 und Wert Nummer 3. Das sollten Longitude sein und Latitude. Und dann nenne ich die auch so Long. Ja, wo ist meine Maus? So. Und Lat. So. Und die müssen natürlich jetzt auch wieder geschickt werden an unsere Cloud, weil sonst kriegen wir die ja nicht zu sehen. Und da kann man jetzt hier Send Number. Und das habe ich hier. Der zweite Wert ist Longitude und der dritte Wert ist Latitude. Das heißt, da werde ich jetzt hier sagen, das ist einmal der zweite Wert und einmal der dritte Wert. Da sind so wie Speicherplätze in unserem Datenmodell angelegt. Und dann kann ich hier unten sagen, okay, der zweite Wert, das war Longitude. Und dann gehe ich hier hin und sage, der dritte Wert, das war Latitude. So. Und die hätte ich gerne geschickt, wenn möglich. Also so oft wie möglich praktisch. So, und jetzt werden wir hier mal wieder programmieren. So, jetzt hat er mein Mikrobit wieder programmiert. Und wenn ich jetzt Glück habe, oh,
Wo bin ich hin? Na, das hat ihn wohl etwas verwirrt. Da sind wir. So, dann kann ich jetzt hier sehen, dass wir genau bei unserer Adresse hier sind, Siluxit, ein kleines bisschen außerhalb des Gebäudes. Das Gebäude hier ist, da stehe ich drin, ich stehe ungefähr hier, also im Gebäude, nicht außerhalb. Aber GPS hat natürlich irgendwo eine gewisse Genauigkeit. Und ich kann jetzt auch hier sehen, dass jetzt hier ein Long LUT, das ist jetzt hier in unser Datenmodell. Ich weiß jetzt nicht, warum er jetzt Not Any Number sagt. Ah, das weiß ich doch. Da muss ich nämlich, ich hatte vorher hier gespielt, da muss ich ein paar Werte resetten. Das hätte ich jetzt für die Demo vielleicht nicht so machen sollen. Dann setzen wir hier Send Request to Clear WAPSTO. Da macht man, wenn man Daten überschreibt, also diese Speicherplätze überschreibt, da kann er manchmal ein bisschen verwirrt werden. Dann haben wir hier was eingebaut, damit man das säubern kann, sagen wir mal. Und jetzt hoffe ich, dass hier die Daten jetzt als richtige Daten reinkommen. Anscheinend nicht. Normalerweise funktioniert das. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht kommt es gleich, dass es dann wieder funktioniert. Was auch noch wichtig ist, ist zu zeigen, dass dieses Gerät hat hier so drei Pin-Header und da kann man extra Sensorik anschließen. Das ist einmal ein Ground und einmal Strom, 3,3 Volt und dann entweder ein Input, ein Output, also digital, oder ein analoger Input. Und ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Das ist ein Erdfeuchtigkeitssensor. Die sind relativ billig zu kaufen. Zum Beispiel, wenn man jetzt Bäume irgendwie mal messen will, ob die genug Wasser haben oder nicht, dann kann ich das jetzt anschließen. Und das werde ich jetzt hier mal anschließen an das Gerät. Muss ich so. Und da ist es halt so, dass schwarz ist Ground. Das kann man den Kindern dann auch beibringen. Rot ist normalerweise Plus oder halt Strom. In diesem Fall Plus 3,3 Volt. Und Gelb haben wir dann als Sensor, also als Input oder Output. Das ist jetzt hier angeschlossen. Das Gerät kriegt jetzt hier seinen Strom. Und jetzt muss ich natürlich noch programmieren, dass ich diese Daten jetzt reinkriege in die Cloud. Wie machen wir das? Wir machen jetzt hier eine neue Zahl, Number. So, und das wird jetzt hier die Nummer 4. Und dann sagen wir hier, das ist Soil Moisture. Ups, so. Und diese Zahl will ich jetzt natürlich auch in die Cloud schicken. Send Number. Und das ist jetzt die vierte Zahl. Oder die vierte Variable, kann man es auch sagen. Und jetzt gehen wir hier auf ein bisschen mehr Advanced. Da gibt es hier einen Analog Read Pin. Und diesen Analog Read Pin P0, weil ich habe es jetzt hier an P0 angeschlossen. Kann man hier sehen, P0, P1, P2, P3, P4 und P10 sind analoge Input Pins. Und diese Zahl wird jetzt immer so schnell wie möglich in die Cloud geschickt. So, jetzt programmiere ich es erneut. So, jetzt ist er fertig hier. Und jetzt sollte ich in unserem Dashboard hier gleich hoffentlich sehen. Machen wir mal
mal einen Reload hier. Ja, jetzt ist hier die Soil Moisture ist jetzt hier reingekommen als ein Wert und die ist jetzt momentan 0. Ich habe hier auch eine kleine Pflanze und da werde ich jetzt den Sensor mal einstecken. Und das haben meine Kollegen, waren so freundlich, das auch ein bisschen feucht zu machen hier. So. So, jetzt ist die Zahl, hat sich hier sofort geupdatet, 568, 572. Jetzt gehen wir hier ins Dashboard und werden gucken. Ich mache hier mal ein neues Widget. So, die Line Chart. Und jetzt diesmal werden wir hier die Soil Moisture jetzt reintun. Und die ist hier unten jetzt reingekommen. Machen wir das auch ein bisschen größer. Dahin. So. Und wieder jetzt sind hier die Zahlen, sind halt hier jetzt wunderbar reingekommen. Man kann das reloaden. Man kann unterschiedliche Zeitfenster wählen. Einen Tag oder eine Woche oder einen Monat. Man kann auch hier selber konfigurieren, welches Zeitfenster. Und man kann hier sagen, will ich den Durchschnitt haben pro Tag oder will ich, wenn wir hier mal die Stunde nehmen, will ich die rohen Werte haben oder Maximum oder die Summe oder die Standard Deviation, also die Varianz und solche Sachen kann man alle sich hier dann angucken. Und ich glaube, das ist auch eigentlich das, was ich heute so demonstrieren wollte. Unser WebStobit, wo wir versuchen, wirklich Kindern jetzt programmieren und aber auch Daten einsammeln, Daten analysieren, ein bisschen schmackhaft zu machen und auch die Angst zu nehmen. Man kann übrigens auch Sachen kontrollieren. Also ich kann das mal vielleicht hier demonstrieren als eine letzte Sache. Wir sagen hier wir machen jetzt hier mal einen String. Machen wir das hier oben hin. Ups. So. Das nennen wir einfach jetzt mal Display. Oh, Display. Das ist ein String. Also ein Text. Und dann werden wir hier sagen, wenn ich ein String bekomme, dann will ich den gerne auf dem Display zeigen. Und dann macht man das hier so rein. So, jetzt habe ich den String bekommen. Ich kriege den rein. Jetzt programmiere ich das hier. Oh, vielleicht sollte ich dann hier noch, bevor ich das mache, werde ich mal hier die Show Number auf dem Display wegtun, weil sonst wird das immer wieder ganz schnell überschrieben. So, machen wir nochmal. So. Und dann sollte ich jetzt hoffentlich im Dashboard hier eine neue Variable bekommen haben, Display, und dann schreibe ich hier einfach mal Hallo Deutschland rein. Jetzt mache ich meine Pflanze hier mal los, damit ich das zeigen kann, dass hier hoffentlich, ich hoffe, das ist jetzt zu sehen. Jetzt werde ich hier auf Enter drücken und Hallo, ich hoffe, das ist zu sehen. Das heißt, der String ist jetzt wirklich empfangen worden. Das heißt, man hat Kommunikation in beide Richtungen, also einerseits Daten einsammeln, aber andererseits kann man auch Sachen steuern. Es gibt wahnsinnig viele Sensoren hierfür. Man kann Relays an- und ausschalten. Man kann alle möglichen Extrasensoren kaufen und anschließen.
Erdfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, pH-Wert der Erde, solche Sachen, da gibt es ganz, ganz viel. Und ja, dann war es, glaube ich, das auch meine Demonstration. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es Fragen gibt, dann gibt es unten so eine Funktion hier, Q&A. Da kann man gerne was eintippern. Und sonst kann man uns gerne natürlich kontaktieren nachher und bei extra Fragen. Und wir suchen halt Zusammenarbeitspartner für Deutschland. Wir sind dabei ein bisschen mit Cisco am Versuchen, da was aufzubauen. Und Levke habe ich gesehen, Gerhard hat, glaube ich, mit dir schon gesprochen. Und mal sehen, vielleicht kann man ja auch da irgendwo so IoT, Internet der Dinge und Daten aufsammeln, schmackhaft machen. Wenn es sonst keine Fragen gibt, ich warte noch eine Minute, wenn man vielleicht nicht so schnell tippert. Ah. Ja, dann sage ich vielen Dank für heute und gerne einfach uns kontaktieren, wenn es was gibt. Und sonst, wir machen regelmäßig solche Demos und wir werden diese Demo auch online ins Internet stellen, damit man die später sich nochmal angucken kann. Bis dann. Tschüss.